Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2 mit Brakett. In der letzten Folge haben wir hier im Zirkus den Gnom Kala getötet, der den ganzen Zirkus in seine Spielwiese, in seine private Spielwiese verwandelt hat. Durch Illusionsmagie, die er eigentlich nicht haben dürfte. Und wir haben diese Frau haben wir gerettet, das ist Hannah. Die war in eine Schwertspinne verwandelt. Deswegen sagt sie, Arme und Beine, ich habe wieder Hände. Befreit mich von diesem grausigen Ort. Ich danke euch. Ich muss Giran, das ist ihr Sohn. Der steht draußen. Ich hoffe, meinem Sohn geht es nicht allzu schlecht. Halt aus, Mami kommt. Okay. Den haben wir nämlich gerettet, ganz nebenbei. Also sie haben mir gerettet. Auf sein Geheiß. Auf Girans Auftrag sozusagen. Deswegen gehen wir jetzt raus und verlangen eine große Belohnung von dem Kind. noch ein Kind. Ich kenne euch nicht. Miara. Hey, ihr da. Ihr seid doch die Abenteurer, die den Zirkus gerettet haben. Wartet, ich muss mit euch reden. Worum geht es? Ich reise mit dem Zirkus. Ihr erkennt mich, Frau Eri? Aber ja doch, Kind. Brakett, das ist Miara. Was hast du zu sagen? Als wir nach Afkatla gekommen sind, habe ich gesehen, wie Kala eines Tages weggeschlichen ist. Wir waren gerade dabei aufzubauen und ich wollte meine Aufgaben nicht erledigen und bin ihm gefolgt. Er ging in den krummen Kranich am Stadttor und hat mit einem Händler namens Jafir gesprochen. Jafir hat ihm eine magische Lampe verkauft und hat Kala versprochen, er könne damit alles erreichen, was er wollte. Ich mochte Jafir nicht. Er hatte irgendwas an sich, dass sich meine Haare im Nacken aufgerichtet haben. Oh, seht doch, wie Buß Pelz sich bei der bloßen Erwähnung des Namens dieses Jafirs kräuselt. Brakett, er ist sicher ein böser Schurke. Bo irrt sich bei solchen Dingen nie. Und dann, ihr wisst ja, was im Zirkus passiert ist. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Und ich war neugierig und bin letzte Nacht in Kalas Zelt geschlichen und habe die Lampe gestohlen. Ah, böses Kind, böses, böses Kind. Aber sie ist kaputt oder so. Ich weiß nicht. Ich kann keine Magie damit machen. Ah, gib dir mal mir. Ich besuche diesen Jafir im krummen Kranich im Stadttorviertel mal. Klar doch. Ich bin froh, wenn ich helfen konnte. Ich hoffe, ihr findet heraus, was Jafir vorhatte. Armer Kala. Er war so nett. Er wollte doch nur ein paar Freunde. Okay. Die Lampe. Eine magische Lampe. Die Djinn-Lampe. Die sieht wie eine kleine, gewöhnliche Bronzeflasche aus, wie sie für Öl benutzt werden. Das Mädchen Miara glaubt, dass es in Wirklichkeit eine magische Lampe ist, welche das Geheimnis zu Kalas Macht birgt. Allerdings scheint es nicht auszureichen, an ihr zu reiben. Natürlich habe ich das sofort probiert, an ihr zu reiben. Wir haben vom Kala übrigens einiges an Sachen bekommen. Das hier sind nochmal die Zauberstäbe, die ich bekommen habe, als ich die Schlüssel in Irenikos Dungeon in die Löcher gesteckt habe. Kann ich die meisten von allerdings noch nicht identifizieren. Wir haben Folgendes bekommen. Hier diesen Gürtel. Das ist im Prinzip so ein Gürtel gegen Stichwaffen. Der gibt einen Rüstungsklassenbonus gegen Stichwaffen. Sowas wie Pfeile, wenn ich mich recht entsinne. Nee, die sind Missile. Sowas wie Dolche, Kurzschwerter, vermutlich. Und hier diesen Ring. Den Ring der Menschenbeeinflussung oder wie auch immer. Der kann einmal jemanden übernehmen am Tag. Der macht Charisma plus 1 und macht einen plus 2 Bonus von der Rüstungsklasse. Also zur Rüstungsklasse und zu den Rettungswürfen, wenn man gegen Menschen kämpft. Also wenn Menschen treffen einen nicht mehr so schön, weil man so hübsch ist. Und deswegen hat Yahira jetzt hier so eine rote Zahl. Dann wollen wir doch nochmal mit dem Wachmann reden, der uns ja eigentlich nicht reinlassen wollte. Der amnische Soldat. Ich wollte euch nur danken, Bürger, für die hervorragende Arbeit, die ihr geleistet habt. Ihr habt uns eine Menge Ärger erspart mit diesem Gnom. Die Stadt ist euch zu Dank verpflichtet. Okay, eine Frage. Die verhüllten Magier haben eine Freundin von mir festgenommen. Wisst ihr zufällig, wo die versteckt? Wo die sind? Nun, sie werden sie dort eingekerkert haben, wo sie alle Verbrecher festhalten, die sich der Magiebenutzung schuldig gemacht haben. Der Standort dieses Kerkers ist streng geheim. Tut mir leid, teurer Freund. Aber so stehen die Dinge nun einmal. Okay, dann erzähl mir doch wenigstens was über die Schattendiebe. Sie sind eine Macht hier in dieser Stadt. Sie sind nahezu überall. Wenn ihr mit denen ins Geschäft kommen wollt, dann seid vorsichtig, teurer Freund. Wieso nennst du mich als teurer Freund? Du magst mich, glaube ich, zu sehr. Ich muss leider gehen. Sehr gut, Bürger. Habt nochmals vielen Dank. Und unser Ruf hat sich verbessert um 1. Es ist ein gefährlicher Weg, doch wir haben ihn. Jetzt haben wir hier Ruf Durchschnitt. Okay, Durchschnitt ist nicht so der tolle Ruf, aber 12 ist schon eine gute Zahl. Es geht bis 20. Und wenn man bei 20 ist, dann kriegt man wahrscheinlich einen Heiligenschein. In-game. Wollen wir nochmal mit Giran sprechen. Wo ist eigentlich deine Mutter? Die ist doch hier rausgekommen. Ist sie einfach weiter? Danke, dass ihr meine Mutter gerettet habt, werter Herr.
Papa wird so glücklich sein. Und ich hatte gehofft, da wäre kein Papa da und ich könnte euch später nochmal besuchen kommen. Ja, dann leveln wir halt Yoshimo noch einmal hoch. Der hat Fallenfinden schon auf 100. Das ist relativ gut. Geht, glaube ich, bis 255 oder so. Dann gebe ich dem nochmal Schlösser öffnen. Dann bin ich der Schleichdieb und Yoshimo ist der Fallen-Utility-Fallen-Schlösser-Knacken-Dieb. Dann gehen wir in meine Lieblingskneipe hier. Im Moment kenne ich nur eine in Afkatla, nämlich die Höhle der sieben Geier. Hier gibt es noch mehr, hier gibt es noch Rüstungsladen, hier gibt es noch Häuser. Das ist der beste. Ja, der beste. Wie nennt man das? Das ist quasi der Walmart. Also das ist hier. Ja. Da kriegt man alles. So. Aber ich habe jetzt was anderes vor. Ich will nochmal hier hochgehen. Da oben sind nämlich Gäste, eine Abenteurergruppe. Menka Pebble Crusher und seine Freunde sind hier. Meine Laune ist schon schlecht genug. Wenn das mal kein mickriger Halbbock ist, der wie ein großer Abenteurer verkleidet ist. Hat euch eure Mama mal von ihrem Rockzipfel entlassen, Kleiner? Am besten rennt ihr schnell zurück. Ha, das ist ein guter Scherz, Menka, mein Freund. Ein guter Scherz, sagt Stinker, ein guter Scherz, sagt er. Amon, sagt eurem stinkenden, furzenden Wicht, er soll mich nicht Stinker nennen. Der Name ist Smeluf Orkschlitzer. Wenn er es noch einmal sagt, werde ich ihn zu Wichtelkleister zermatschen. Ich mag den hier. Wichtelkleister ist ein tolles Wort. Papa, Papa, Stinker bedroht mich schon wieder. Jawohl, bedrohen. Also das ist dann hier ein Magier mit seinem Vertrauten. Als Magier kann man sich einen Vertrauten beschwören. Je nach Gesinnung bekommt man dann entweder sowas, was hier so böse und finster aussieht. Oder was eben weniger böse und finster aussieht, sondern eher, ja, gut. Also es sind schon mal böse Leute anscheinend. Oder sie hängen zumindest mit einem bösen Magier hier rum. Amon von der purpurnen Bruderschaft. Ganz ruhig, Puki. Und was euch betrifft, blödes barbarisches Geschöpf, bedroht meine Vertrauten noch einmal. Und ihr verbringt den Rest des Abends als Kröte, habt ihr verstanden? Ich dachte, ihr wolltet eigentlich mich beleidigen und nicht euch unter euch. Was, ihr wagt es, die Ehre eines Smeluf-Orkschlitzer zu beschmutzen? Ich werde... Genug, verdammt. Ich habe genug von eurem Gezänk. Nun, jetzt zu euch, kleiner Halbbock. Das wäre ich dann. Ihr verschwindet lieber irgendwohin, wo ihr willkommener seid. Diese Bar ist gerade groß genug für uns und sonst niemanden. Okay. Warum nicht? Ha, dann haut ab, ihr Köter. Zieht den Schwanz ein und schleicht euch wie ein ängstlicher Hund, der ihr offensichtlich seid. Okay. Ich werde das mal speichern. Und dann werde ich anfangen, euch auszurauben. Mal sehen, habe ich Platz dafür? Ja, ich habe Platz dafür. Ich bin ja ein passabler Taschendieb. Was haben wir hier? 90. Und ich habe hier sogar noch, was habe ich hier noch? Ich habe hier noch einen Trank. Der Meisterdiebeskunst. 40% Taschendiebstahl mehr. Und den nehme ich jetzt auch. Fehlgeschlagen. Habe ich gespeichert? Ja, ich habe gespeichert. Vielleicht geht's nicht, weil es von vorne war. Für die Gefallenen. Rückzug ins nächste Stockwerk. Das funktioniert immer recht gut. Okay, Eri, das ist deine Aufgabe. Du musst den jetzt eine Weile tanken hier. Da, Steinhaut. Auf wen will der denn? Ja, Hira attackiert, Minz attackiert. Ah, der will Yoshimo haben. Dann läuft Yoshimo weg. Und du nimmst gefälligst dein Schwert raus. Und du deine Keule. Und dann kloppt ihr den kaputt. Brak hat 12 Schadenspunkte gemacht und er hat sich überlegt, ich hau lieber auf Minsk. Dann läuft Minsk einen Schritt weg. Okay, war vielleicht eine blöde Idee. Minsk, du musst den tanken, sorry. Ja, Hira, du musst den tanken, sorry. Was habe ich denn hier noch? Kann ich hier irgendwie mich noch unter uns unterstützen? Durch Gesang zum Beispiel. Ja, los. Gesang. Sing, Eri. Sing für mich. Sing für mich. Und Minsk, du hast schon genug Heilträge. Das ist gut. Du brauchst die auch. Oh. Wunderbar. Zum Glück ist die KI richtig dumm in dem Spiel. Sonst hätten die uns ja, wären die uns ja gefolgt. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Lederrüstung, die ich vielleicht benutzen kann, will. Mit Brakett. Ah, Rüstungsklasse 6. Das ist eins besser als das, was ich habe. Aber ich kann während des Kampfes nicht einfach meine Rüstung wechseln. Ja, das klingt vernünftig im ersten Blick. So. Was haben wir denn hier noch? Schutz vor Bösen. Ja, schützt Brakett vor Bösen.
Der will nämlich jetzt seine Rüstung ausziehen. Aha, perfekt. Speichern wir doch nochmal. Und ich mache mich unsichtbar. Oh. Nochmal. Guck hier nochmal rein. Da ist der Brennen Riesling. Oh, das ist die KI. Ich bin sehr stolz auf dich, Bracket, aber das wollte ich eigentlich selbst entscheiden, wann der stirbt. Wunderbar. Vielleicht kann ich jetzt den Zwerg runterlocken. Das ist zwar Feigheit, aber ich bin eigentlich zu low level für den ganzen. Für die Gruppe. Okay, der will Eri. Der will Eri. Das ist schon mal. Oh, hallo. Dann haut den Magier, wäre mein. Oh, 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 oh. Wenn der hier unten Stress anfängt mit der Zivilbevölkerung. So, diese Spiegelbilder müssen weg. Okay, der ist dem Tode nah. Nee, machen wir erst den Magier weg. Denn der Magier fällt im Gegensatz wahrscheinlich zu ihm hier um. Der wird wieder so lange stehen bleiben wie der andere. Der will diesmal Bracket. Ich bin eigentlich kein Fan davon. Ich zieh's vor, wenn ich von hinten oder so angreifen kann. Du gehst da mal raus. Okay, Yahira, du brauchst Heiltrank. Na, vielleicht war der Kleine sehr optimistisch. Nimm mal einen großen. Ja, du hast zu wenig Lebenspunkte, Yahira. Was ist los? Los, alle auf ihn. Hast du noch einen Zauberspruch, den ich benutzen kann, um ihn zu besiegen? Nicht wirklich, nee. Nicht wirklich. Aber wenigstens hat sie Steinhaut, damit kann sie Schläge überleben von ihm. Los, komm ja hier da. Mach mich stolz. Na, hinten, die Wache hilft sogar mit. Auf sichere Entfernung natürlich nur, Feigling. So, ich will keinen großen Heiltrank mehr nehmen. Ich will dich aber auch nicht wiederbeleben müssen. Wenn ich ehrlich bin. Komm, mach den einfach so fertig. Mach den. Ja! Ja, du sollst alle Heilung haben. Ab sofort. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Wunderbar. Gehen wir mal den Plattenharnisch, dem starken Bracket. Ja, der kann das alles tragen. Nicht unähnlich wie im echten Leben. Nein, natürlich nicht. Okay, aber der kann echt eine Menge tragen. Das ist ein Packesel ohne. Er sucht seinesgleichen. Also das. So, was haben wir hier? Ein Umhang. Ah, noch so ein Blitzstab. Blitzzauberstab. Geben wir mal die ganzen Zauberstäbe der Eri. Ich will zwar die eigentlich nicht behalten, aber es sieht so aus, als bräuchte ich jeden, der auch nur ein bisschen was tragen kann in meiner Gruppe. Ein Umhang der Nicht-Auffindbarkeit. Damit kann ich nicht gefunden werden, wenn ich mich verstecke zum Beispiel. Das ist die genaue Mechanik dahinter, kann sich auch wieder geändert haben durch den Mod, durch die Mod, die ich installiert habe. Aber im Originalspiel war es, glaube ich, so, dass man dann fast gar nicht mehr aufgedeckt werden konnte. Eventuell ging es noch durch einen Zauber, der wahrer Blick heißt, aber der ist recht high level. Das hatte, glaube ich, auch was mit der Quelle der Unsichtbarkeit zu tun. Also wenn man sich magisch unsichtbar gemacht hat, dann hat das nicht gewirkt, aber so bei dem Verstecken wirkt es oder so. Egal. Hier ist ja noch dieser Vertraute, den ich jetzt hoffentlich... ja, dreifacher Schaden durch hinterhältigen Angriff. Dummerweise. Dummerweise. Hat er eine Steinhaut. Sieht man bei dem halt nicht. Komm, stirb, Pookie. Und er hat es verlangsamt. Na toll. Das kann ja jetzt ewig dauern. Bitte zauber nichts Schlimmes. Oh, Zauberschutz entfernt. Oh, du hast ganz schön wenig Lebenspunkte noch. Ah, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wunderschön. Sehr erfolgreicher Kampf. Sehr, sehr erfolgreicher Kampf. Okay, wir haben die KI ausgenutzt. Ohne Gnade. Oh, ein Unsichtbarkeitstrank. Die werden nützlich sein. Ein Jadering. Und du kannst nach Fallen suchen. Das machen wir jetzt noch fertig, auch in diesem Video hier. Und im nächsten bin ich dann wieder voll ausgeruht. Und, also meine Charaktere sind wieder voll ausgeruht und haben volle Lebenspunkte. Und dann können wir hier dieses Gebiet vielleicht schon verlassen. Was? Ich habe doch gerade erst so viele Punkte da reingetan. Schämst du dich denn gar nicht? Vielleicht muss ich ihm die Rüstung ausziehen. Was hast du für eine Rüstung an? Nee, die sollte dich eigentlich kaum beeinträchtigen. Wenig bis kaum sollte die dich beeinträchtigen. Ich
bin mir nicht sicher. Also schwere Rüstung. Ich glaube, was der Bracket gerade anhat, diese Hide Armor, also diese. Ja. Die hatten einen hohen Mali auf die Diebesfähigkeit. Aber diese normale, leichte Lederrüstung, glaube ich nicht. Oh, 200 Gold. Nee. Okay. Dann zieh mal dich mal wieder an. Aber mit der anderen Rüstung. Oh, was haben wir denn hier? Eine magische Rüstung. Ja, wollen wir mal gucken. Nee, falsche Char. Wir haben hier auf jeden Fall gut Beute gemacht. Richtig, richtig gut. Wir haben hier so einen Prunkharnisch bekommen. Rüstungsklasse 1. Das ist im Vergleich mit dem hier, was zum Beispiel Minsk anhaben und Yahira, ist es viel besser. Deswegen bekommt das jetzt noch einer von beiden. Ich bin eigentlich für Yahira. Die kann das auch anziehen. Danach hat sie Rüstungsklasse minus 4. Das ist schon ziemlich genial. Du bekommst alles, was im Entferntesten auch nur magisch ist. Aufgedrückt, liebste Eri. Nee, kannst nichts durch pures Anschauen identifizieren. Das regt mich doch schon wieder auf. Naja, eigentlich nicht. Unsichtbarkeitstrank, sehr geil. Trinkst ihn und wirst sofort unsichtbar. Ja, quasi wie versprochen. Wie es draufsteht auch. Und das ist ein Unsichtbarkeitsring. 3 Unsichtbarkeiten pro Tag. Also 3-mal kann ich mich unsichtbar machen. Dann kann ich jemanden angreifen von hinten, mich unsichtbar machen und mich wieder angreifen und wieder unsichtbar machen. Und die ganze Zeit so im Prinzip. Das könnte sehr nützlich werden. Was ist dann hier? Ja, kann ich mich unsichtbar machen. Los, mach sie unsichtbar. Ja, perfekt. Dann versuche ich die mal aufzuprügeln, diese komische Truhe. Das funktioniert manchmal. Ihr habt es nicht geschafft. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich es geschafft hätte. Ich kann ja noch diese göttliche Macht entlehnen machen. Die steigert ja meine Stärke. Hilft immer noch nicht. Hilft immer noch nicht. Na, egal. Das mit dem Taschendiebstahl wäre natürlich noch viel besser gewesen, wenn ich die einfach beklaut hätte. Und sie dann da zurückgelassen hätte. Nackt quasi. Ohne ihre Ausrüstung. Ja, das wäre noch eine Ecke epischer gewesen. Aber das hat nicht sein sollen. Nee, das hat nicht sein sollen. Da können wir Eris Zauberbuch anpassen jetzt hier. Vielleicht. Ja. Ich denke, wir machen hier einen Schnitt. Das war Let's Play Baldur's Gate 2. Bis zur nächsten Folge.